Eintracht Frankfurt gastiert in der Europa League bei Apollon Limassol. In unserem Live-Ticker verpasst ihr nichts zum Spiel der SGE. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. 36. Gelbe Karte Marc Stenderer 35. Die Gastgeber haben bislang mehr Ballbesitz, 54%, kommen aber nicht zu großen Tormöglichkeiten. Die Eintracht beschränkt sich aktuell auf die Defensive und lässt die Zyprer kommen, 32. Jovic und Haller spielen sich nach einem Einwurf von der linken Seite per Doppelpass in den gegnerischen Strafraum. Der Franzose schlägt noch den einen Haken zu viel und kommt so nicht mehr zum Abschluss, 29. Stenderer macht sich bei den Gastgebern bekannt. Gegen Chambry und gegen Kyriakou lässt der Frankfurter das Bein stehen und erhält daraufhin einige Beschwerden der Zyprer. Auf eine gelbe Karte verzichtete Schiedsrichter Martins noch, 26. Limassol zeigt sich nur kurz geschockt und versucht sich weiter in der Offensive. Ein abgeblockter Schuss von Chambry aus 25 Metern war in dieser Szene allerdings das höchste der Gefühle, 23. Da war es mal brenzlig im Strafraum der Eintracht. Chambry, der ehemalige Spieler des FSV Frankfurt, kommt an der linken Strafraumkante an den Ball und schlägt ihn an den 5-Meter-Raum. Dort klärt Dicker vor dem einschussbereiten Malika, 20. Stenderer schlägt einen Freistoß von der linken Seite in den Strafraum, doch die Flanke gerät zu weit und landet schließlich im Tor raus, 17. Eintracht erhöht den Druck und geht sofort in Führung. Willems bekommt vor dem Strafraum den Ball und steckt dann klasse mit dem Außenwrist auf Luka Jovic durch. Der Stürmer steht links im 16er völlig frei und schießt die Kugel trocken ins linke untere Eck, 15. Da ist die erste Torchance für den Bundesligisten, eine Flanke von Da Costa von der rechten Seite kann Limassol nicht klären. Der Ball landet am Strafraumrand bei Stenderer, der jedoch verzieht, 13. Nach einem missratenen Eckball setzt Frankfurt das frühe Gegenpressing ein und kommt tatsächlich am Strafraum zum Ballgewinn. Der Ball landet rechts bei Da Costa, dessen Flanke allerdings im Nirvana landet. Noch ist die Eintracht nicht gefährlich vor das Tor gekommen, 11. Roberge spielt einen langen Pass aus der eigenen Hälfte in den Lauf von Malika. Die Fahne bleibt unten, doch der Ball fliegt einen Tick zu weit und so ist Frankfurts Torhüter tappt vor dem Stürmer am Ball, 8. Gefährlich. Kyriakou schießt den Freistoß direkt auf das Tor von Trapp. In der Mauer war noch ein Frankfurter dran und so fliegt der Ball knapp über das Gehäuse. Die darauffolgende Ecke bringt nichts ein, 6. Frankfurt steht sehr hoch und stört die Zyprer bereits beim Spielaufbau in der eigenen Hälfte. Nun kommen aber die Gastgeber erstmals durch und bekommen 25 Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen, 3. Die Eintracht hat heute ein Heimspiel auf fremdem Platz. Klingt komisch, ist aber so, denn über 4200 Frankfurt-Fans sollen den Weg nach Zypern auf sich genommen haben. Damit sind sie deutlich in der Überzahl gegenüber den heimischen Fans, 1. Der Ball rollt vor Beginn. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist der Portugiese Thiago Martins. Für den 38-Jährigen ist es der zweite Einsatz in der Europa League. In der vergangenen Saison pfiff er das Heimspiel von Hertha BSC gegen Östersund, 1:1. Assistiert wird der Referee von den Linienrichtern Luis Campos und Ricardo Santos. Der vierte Offizielle ist Antonio Godinho. Vor Beginn, die Protagonisten in dieser Saison sind ohne Frage Luka Jovic, Sebastian Haller und Ante Rebic. Wettbewerbsübergreifend erzielte das Sturmtrio 21 der 32 Tore der Eintracht. Während Haller der Top-Torschütze und Vorlagengeber der Bundesliga ist, ragte Jovic mit seinem Fünferpack gegen Fortuna Düsseldorf heraus.
Heute dürfen sich erneut Haller und Jovic versuchen. Rebic sitzt zunächst auf der Bank. Vor Beginn in der Liga strauchelte Apollon zuletzt. Nachdem das Aviv-Team die ersten fünf Spiele allesamt gewonnen hatte, folgte zuletzt nur noch ein Punkt aus zwei Partien. Dementsprechend steht Apollon nur noch auf Rang 3 der Tabelle hinter dem Stadtrivalen AEL Limassol und dem letztjährigen Meister Apoel Nicosia. Vor Beginn, die Eintracht ist bekanntermaßen in bestechender Form und hat heute die Möglichkeit, den Einzug in die Zwischenrunde der Europa League perfekt zu machen. Dabei kann schon ein Unentschieden reichen, sollte Olympique Marseille im Parallelspiel bei Lazio Rom nicht gewinnen. Die Gastgeber aus Zypern wären zwar bei einer Niederlage mit zeitgleichem Sieg von Marseille noch nicht ausgeschieden, allerdings wären drei Punkte eigentlich dringend notwendig, um die Chance auf die nächste Runde zu wahren. Punkt vor Beginn, Trainer Adi Hütter nimmt drei Veränderungen zum letzten Ligaspiel, 3:0 beim VfB Stuttgart, vor Marc Stenderer, Jetro Willems und Mija Gacinovic rotieren für Jonathan de Guzman, Filip Kostic und Ante Rebic ins Team. Punkt vor Beginn, auf insgesamt fünf Positionen tauscht Limassols Coach Sofronis Avigusti sein Team im Vergleich zur 1:2 Heimpleite gegen Anorthosis Famagusta am vergangenen Wochenende. Bruno Valle, João Pedro, Facundo Pereira, Fotis Papoulis und Emilio Celaya rutschen aus der Mannschaft und Anastasios Kisas, Dylan Aue, Traogo, Esteban Sacherti, André Schembri und Anton Malika sind neu dabei. Vor Beginn, das sind die offiziellen Aufstellungen: Eintracht Frankfurt, Trapp, Abraham, Hasebe, Endika, Da Costa, Fernandes, Stenderer, Willems, Gacinovic, Haller, Jovic, Apollon Zypern, Kisas, Stylianou, Quedraogo, Roberge, Vassilou, Kyriakou, Sacherti, Sardinero, Markovic, Schembri, Malika. 18:13 Uhr, die Eintracht ist im Stadion. Eintracht Frankfurt, Wiedersehen mit einem alten Bekannten. André Schembri von Apollon Limassol kann eine Frankfurter Vergangenheit vorweisen, wenn auch beim Stadtnachbarn FSV Frankfurt, für den der Malteser in der Hinrunde 2014/15 neunmal in der zweiten Liga zum Einsatz gekommen war. Apollon Limassol, ein Heimspiel im fremden Stadion, weil die eigentliche sportliche Heimat, das Zwischenstadion in Limassol, nicht den Auflagen des Wettbewerbs entspricht, weicht Apollon Limassol für den Europapokal nach Nicosia ins neue GSP-Stadion aus. Vor dem Spiel, FIFA-Referee Thiago Martins pfeift seit 2014 in der ersten portugiesischen Liga. Dem 38-jährigen Fitnesstrainer assistieren die Linienrichter Luis Campos und Ricardo Santos. Vierter Offizieller ist Antonio Godinho, 12 Uhr, die Partie wird um 18:55 Uhr in Nicosia angepfiffen. Eintracht Frankfurt, Apollon Limassol heute Live-TV und Livestream. Die Partie wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt der Streamingdienst DRZN das Spiel live und exklusiv. DRZN hat sich für die Saison 2018/19 die Rechte für alle Spiele der UEFA Europa League gesichert. Außerdem hat DRZN eine Konferenz im Angebot. Neben der Europa League überträgt DRZN auch viele Spiele der Champions League sowie Premier League, Primera Division, Serie A und Liga 1. Außerhalb des Fußballs können Sportfans auf DRZN-Livestreams zu folgenden Sportarten genießen: Tennis, Darts, Hockey, US-Sport, NFL, MLB, NHL, NBA und Boxen. DRZN kostet monatlich 9,99 Euro, der erste Monat ist kostenlos. Den kostenlosen Probemonat holen und 30 Tage gratis DRZN testen. Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen Apollon Limassol, Tabelle. Situation: Eintracht Frankfurt hat nicht nur das Hinspiel gegen Limassol Ende Oktober mit 2:0 gewonnen, sondern auch die anderen beiden Partien dieser Europa League-Saison. Somit steht die SGE mit 9 Punkten an der Spitze der Gruppe H und kann am 4. Spieltag schon den Einzug ins Achtelfinale fix machen.
Tabelle der Gruppe H mit Frankfurt. Platz Team Tore Punkte 1. Eintracht Frankfurt 8:292, Lazio Rom 6:663, Olympique Marseille 4:714, Apollon Limassol 3:61, Eintracht Frankfurt zu Gast bei Apollon Limassol. Portugiese leitet die Partie für das Auswärtsspiel der Eintracht in Limassol, hat die UEFA ein portugiesisches Schiedsrichtergespann eingeteilt. Leiter der Partie ist Thiago Bruno Lopes Martins. Seine Assistenten sind Campos, Santos und Godinho.